Und in diesem Moment heran für Darius Racing Wales ist unter Starters Order. Die Spannung steigt. Zwei Pferde noch außerhalb der Maschine. Merkur und Quality Road, das die letzten beiden Kandidaten. So, die kommen zeitgleich heran. Merkur ist Startklar, Quality Road ganz außen. Alle Startklar, ID 154. Deutsches Derby, Boxentüren auf zum Rennen der Rennen. An der 2400 Meter Marke, die 20 Kandidaten, die sortieren sich jetzt natürlich. Wer übernimmt zunächst einmal die Spitze? Sirian ist gut auf die Beine gekommen, genauso wie Merkur, wie Wales, wie an der Außenseite. Dann auch I Fight for Lips, If Not Now. Und dann Aspirant for Straight, Mr. Hollywood und Nachtgeist. So geht es an ihnen vorbei. Am Hamburger Publikum und von der Spitze aus heute Sirian führt vor innen If Not Now, dann Merkur vor Wales, außen I Fight for Lips, dann Pivotal Trigger an der Seite von Aspirant, jetzt geht's in den ersten Bogen hinein, das geht aber alles glatt, innen Nachtgeist, an der Seite von Vintage Moon, dahinter Straight, begleitet von Skylo, von Mr. Hollywood, Lips Freedom, dann zurück im Feld Winning Spirit, zurück im Feld Napolitano, genauso wie Sea Paris, Vera Cruz, vorletztes Pferd ist außen dann dementsprechend, oder drittletztes Pferd ist Fantastic Moon, vorletztes Pferd ist Saint-Cloud und am Ende des Feldes da galoppiert Quality Road. Mit Beginn der Gegenseite. Das Tempo ist gut, das vorgelegt wird von Sirian. Der hat anderthalb Längen Vorteil vor I Fight for Lips. Dann ist es Wales in dritter Position. Viertes Pferd ist If Not Now vor Merkur. Dann die Gruppe mit Nachtgeist, mit außen davon Vintage Moon, Pivotal Trigger vor Skylo, vor Straight und Mr. Hollywood. Die galoppieren fast Seite an Seite, wie zuletzt in der Union. Dann ist es Lips Freedom vor C Paris, Napolitano zurück im Feld. Genauso wie Winning Spirit, Vera Cruz, Saint-Cloud, Fantastic Moon ist vorletzter und letztes Pferd bleibt nach wie vor Quality Road. Ausgangs der Gegenseite, so die ersten Jockeys müssen schon mal so ein bisschen nachfragen. Vorne von allem unbeeindruckt Clément Lecoeuvre und Sirian. Eine Länge vor I Fight for Lips in zweiter Position, dann Wales, dann innen If Not Now vor Merkur, vor Skylo. Dann ist es Pivotal Trigger mit Aspirant, mit Straight an der Außenseite vor Mr. Hollywood, vor Lips Freedom. Dann macht sich Winning Spirit auf die Verfolgung von Napolitano, Sea Paris, Nachtgeist lässt sich reiten. Fantastic Moon, dann Veracruz, Saint-Cloud und Quality Road. Es geht in die Richtung entscheidender Phase. Sirian führt vor dem Gast aus England, vor If Not Now. Dann lässt sich I Fight for Lips anfassen. Wales ist da. Dann versucht sich jetzt hier die Favoriten eine Passage zu bilden, aber die sind weit zurück. Sirian ist immer noch vorne. Sirian vor If Not Now, vor Pivotal Trigger. Dann I Fight for Lips. Jetzt hat Mr. Hollywood innen die Lücke gefunden. Geht er da durch? Mr. Hollywood und ganz außen René Picholek und Fantastic Moon. Fantastic Moon an der Außenseite. Innen Mr. Hollywood. Fantastic Moon, die Sternstunde von Sarah Steinberg. Fantastic Moon gewinnt das Derby gegen Mr. Hollywood, gegen Vera Cruz. Ja, Wahnsinn. Dann war es Winning Spirit vor Pivotal Trigger, If Not Now. Und dann der Rest bis hin zu Nachtgeist. Die Sternstunde von Sarah Steinberg. Fantastic Moon ist der Derby-Sieger für Liberty Racing und für René Picholek. Ja, wir warten noch auf den vorläufigen Einlauf von Rüdiger Schmanz, aber Geschichte ist geschrieben.
So, und jetzt haben wir den vorläufigen Einlauf. Idee 154. Deutsches Derby, siegreich die Programmnummer 3, Fantastic Moon, René Picholek. Zweites Pferd, die 2, Mr. Hollywood, Luca Delosier. Drittes Pferd, die einzige Lady im Feld, Vera Cruz, Antonio Orani. Viertes Pferd, die 5, Winning Spirit, Sibylle Vogt. Fünfter war die 4, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und Sechster auf jeden Fall, die 7, Pivotal Trigger. Vorläufig heißt das, und das ist erstmal wichtig, 3, 2, 15 und die 5. Und das ist Ihr Derby-Sieger im Jahr 2000.